Heute finden wir in Mario Kart 8 Festtagslachs heraus, ob wir wahre Spezialisten sind oder uns doch einfach nur durchgelackt haben. Denn im 150er Hubraum fahren wir heute mit dem gelben Inkling-Mädchen, dem Standardbike, weißen Rallye-Reifen und dem Standardgleiter. Voll Standard, was zur Hölle. Im Special Cup. Und hier trennt sich halt eindeutig die Spreu vom Weizen. Denn eigentlich ist das hier der finale Cup. Wie halt immer, ne? Der Spezialcup. Der mit der Krone. Mario Kart Spieler wissen Bescheid. Aber da es sich hier um Mario Kart 8 Deluxe handelt und wir außerdem noch nicht den finalen Retro Cup gefahren sind, nämlich den Blitz Cup, haben wir ja den noch vor uns und die ganzen DLC-Strecken. Also das Let's Play ist noch lange nicht beendet. Ist es sowieso nicht, denn nach dem 150er Hubraum kommt ja noch Spiegel und 200er. Aber holy shit, ich muss gestehen, das wird kein einfaches Rennen und kein einfacher Cup im Insgesamten. Denn ich muss feststellen, dass dieses Standardbike hier ein außendriftendes Bike ist. Ja, da wird ja unterschieden in außendriftende Bikes und scharfdriftende Bikes. Und ja, die einen kommen mit den einen nicht klar und mit den anderen halt schon. Und ich zähle mich definitiv zu den Leuten, die normalerweise mit den scharfdriftenden Bikes fahren. Und das macht schon einen ganz schön großen Unterschied, weil du dein Timing beim Driften komplett anders handhaben musst. Und naja, ich bin schon Jahre kein außendriftendes Bike mehr gefahren. Zuletzt eigentlich in Mario Kart Wii so richtig, weil damals war es noch anders. Ja, da bin ich mit den scharfdriftenden überhaupt nicht klar gekommen. Zumindest nicht mit den empfohlenen. Und bin daher immer Wario Bike gefahren. Das fand ich total chillig, aber war halt außendriftend. Und ja, in Mario Kart 8 hat sich's dann gewandelt. Da fand ich die Außendriftenden kacke und bin nur noch Scharfdriftende gefahren. Naja, jetzt habe ich den Salat, ne? Keinerlei Erfahrung und Verfolger, die es ernst meinen, denn ich werde die ganze Zeit bombardiert. Mann, Mann, Mann. Aber wisst ihr, was auch noch ziemlich spannend ist hier im Special Cup? Die Tatsache, dass es hier drei Strecken gibt, die ich entweder extrem feier oder nicht so mag. Und eins kann ich euch schon mal verraten. Die Wolkenstraße hier, die würde ich als meine Lieblingsstrecke bezeichnen. Zusammen mit dem wilden Wipfelweg, das ist eine DLC-Strecke. Oh Gott! Oh Glück gehabt. Feier ich die am meisten. Ich bin da eigentlich auch ziemlich gut. Also kriegst du gut wie immer eine Top-Platzierung und mag die Musik, mag die Grafik, mag einfach alles. Halten wir also fest, diese Strecke ist geil. Sehr geil. Und diese hier ist doof. Sehr doof. Nein, ernsthaft, eigentlich ist sie cool. Weil auch hier die Atmosphäre stimmt. Die Grafik ist epic. Und sie ist auch herausfordernd, aber ekelhaft zu befahren. Ich weiß auch nicht. Und da bin ich auch definitiv nicht alleine. Denn diese Strecke hier dürfte die offiziell unbeliebteste Strecke in Mario Kart 8 sein. Also zumindest vor den DLCs definitiv. Das hast du einfach gesehen, weil sie niemals in den Online-Random dran kam. Nur ganz, ganz selten. Immer wenn sie zur Auswahl stand, hat sie einfach kein Schwein gewählt. Niemand. Außer vielleicht Leute, die trollen wollten. Ich weiß nicht, aber das ist so ziemlich der Beweis dafür, dass sie einfach niemand mag. Aber wisst ihr was? Ich will es jetzt ganz genau wissen, ob diese Strecke wirklich so unbeliebt ist oder ob der Schein trügt. Daher wird es jetzt wieder eine Umfrage geben. Drückt auf das i und stimmt ab. Mögt ihr die Strecke oder nicht? Das wäre jetzt echt interessant zu wissen. Also ich für meinen Teil, wie gesagt, ich finde, sie hat ihre Daseinsberechtigung. Sie sieht gut aus. Sie ist schwierig.
Sie hat auch eine sehr passende Musik. Halt so ägyptisch irgendwie. Logisch, hier bei der Wüste. Aber ja, diese ganzen... Oh! Diese ganzen Dreckskurven sind einfach furchtbar. Und auf dem Sand zu fahren ist halt auch nicht so geil. Ich muss dran denken, euch auch mal die anderen Wege zu zeigen. Ich fahre immer diese Optimalwege oder das, was sich halt bei mir eingebürgert hat. Aber ich möchte die Strecken natürlich in Gänze zeigen, deswegen versuche ich jetzt mal, die andere Route zu fahren. Aber es wäre ganz nett, wenn ich wenigstens eine Hupe bekommen würde. Weil ich rieche schon wieder einen Stachy. Der wird gleich kommen, ja? Der wird gleich kommen und meinen Arsch füllen. Was ich aber nicht will. Immerhin, mein Vorsprung ist ganz ordentlich. Ja. Doppel-Item wäre jetzt ganz cool gewesen. Hier, die Knochenblume stammt aus New Super Mario Bros. 2. Oh Gott, allein diese Kurve. Allein diese. Holy shit. Jetzt weiß ich, warum da niemand langfährt. Jeder nimmt nur den anderen Weg. Weil er einfach besser ist. Aber sie ist halt schon geil designt. Also kannst du nichts sagen. Aber es ist einfach ekelhaft zu befahren. Und wahrscheinlich ist sie deswegen auch so unbeliebt. First place. Wuhu. Bowsers Festung. Oh, hat sich deine Textur verbessert? Das sah richtig geil aus. Man muss aber gestehen, von außen sieht Bowsers Festung zwar richtig krass und gefährlich aus, aber diese Strecke ist nicht so schwer und gefährlich wie die vergangenen Festungen von Bowser. Ja? Also in anderen Mario Karts ging da etwas mehr ab, finde ich. Dennoch, einfach ist sie nicht. Die Mucke ist natürlich auch wieder richtig, richtig geil. Häufig wirst du hier bei diesem blöden, was ist denn das eigentlich? Keine Ahnung. Jedenfalls bei diesem Stachelklotz wird man häufig getroffen. Und hier dieser Fels-Bowser, der trollt auch hin und wieder mal. Aber wenn du da durch bist, hast du halt fast schon eine Runde hinter dir. Und daher, ist die Strecke halt nicht ganz so spektakulär wie vergangene, oh Gott, Festungen von ihm. Die geilste ist eigentlich meiner Meinung nach immer noch die von Mario Kart Double Dash. Die habe ich richtig gefeiert. Aber die von Mario Kart Wii ist eigentlich auch ziemlich gut. Muss man sagen. Ja. Ich finde, in Mario Kart 8 haben alle Strecken so ein bisschen das Problem, dass sie ein klein wenig zu kurz sind. Ich weiß nicht, ob das mit dem Speicher der Wii U oder halt generell mit der Leistung der Wii U damals zu tun hatte oder mit dem Zeitdruck der Entwickler. Dann schließlich haben sie ja auch schon den Battle Mode gekürzt. Um nicht zu sagen, hingeklatscht. Als ob ich an dem scheiß Pilz vorbeigefahren bin. Dabei habe ich den Drift extra so getimt, damit ich den krieg. Oh, Mann, ich komme mit dem Bike einfach null klar. Null. Ich kann zwar jetzt mittlerweile damit fahren, aber das war's. Mehr als standardmäßig fahren ist nicht drin. Oh, und jetzt muss ich die schöne Hupe für eine Red Shell verschwenden und hab's nicht gemacht. Naja, ist okay. Dafür habe ich das Ding noch. Vielleicht kommt ja noch ein zweiter Stachy. Oh Gott! Ne, jetzt muss ich sie verwenden. Jetzt muss ich sie auf jeden Fall verwenden, sonst wäre ich überholt worden. Hoffen wir einfach mal, dass keine Blue Shell mehr kommt, weil meine Verfolger sind dicht hinter mir. Jeder Treffer könnte jetzt den ersten Platz kosten. Das geht gar nicht. Ich muss jetzt auch die Items verwalten. Darf es nicht riskieren, da jetzt was wegzulegen. Ist halt gefährlich, weil ich als zweites Item nur eine Münze habe. Okay, hier hat mich jetzt das außendriftende Bike gerettet. Mit dem scharf driftenden wäre ich nämlich im Aus gelandet. Wenigstens mal eine Situation, wo sich das bewährt hat. Und wir haben es ins Ziel gefahren. Übrigens, Bowsers Strecke würde ich hier ausklammern, aus der Kategorie sehr, sehr gut oder sehr, sehr schlecht. Ich finde es hier einfach in Ordnung.
Ich tendiere sogar zu oberes Mittelfeld. Aber mehr nicht. Und damit kommen wir zur letzten Strecke des Special Cups. Und die ist traditionell der Regenbogen Boulevard. Ja, wer zugehört hat, der weiß, dass ich jetzt gesagt habe, drei Strecken gibt es in diesem Cup, die ich entweder sehr, sehr gut oder sehr, sehr schlecht finde. Und auf jeder Seite haben wir bereits eine Strecke abgehakt. Und ja, wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich die Regenbogenstrecke von Mario Kart 8 leider schlecht finde. Da sie einfach enttäuschend ist. Ja, auf Bildern sah sie immer richtig geil aus. Mit dieser Raumstation da und so. Und zugegeben, die Mucke ist auch wie immer heftig. Ja, also die Musik in Mario Kart 8 ist sowieso schon geil. Ich glaube, ich rede jetzt in diesem Part schon das dritte oder vierte Mal über die Musik. Aber, ja, Regenbogenstrecke ist halt nochmal was ganz Eigenes. Ja, der Soundtrack ist einfach immer heftig. Oh, Hilfe. Dennoch, ihr seht es ja selbst, die Strecke ist absolut unspektakulär und langweilig. So gut wie jede Regenbogenstrecke aus den anderen Mario Karts ist geiler, länger und besser. Oh, da hat er mich ausgeschaltet, aber kriegt direkt das Karma. Verdammt, die Red Shell hätte ich jetzt noch gebrauchen können. Nur Platz 3. Ich sollte am besten nichts mehr über die Regenbogenstrecke sagen, sonst rächt sie sich noch. Weil wenn du mit einem keinen Streit haben solltest, dann mit ihr. Ich gehe sogar so weit zu sagen, die Remake, Remaster, Retro-Regenbogenstrecke. Ach nee, wir haben hier sogar drei in diesem Mario Kart, stimmt. Wir haben die vom SNES und die von N64, obwohl die vom N64 umgebaut wurde. Um ehrlich zu sein, sogar stark verkürzt wurde. Ich gehe sogar so weit, dass beide besser sind als diese hier. Jo, ist einfach so. Kann man eigentlich zwei Umfragen pro Video machen? Das weiß bestimmt keiner von euch, aber ich werde es mal ausprobieren. Oh, sehr gut, ich habe Morten weggebombt. Ich werde es mal ausprobieren. Wenn es geht, dann werdet ihr auch zu dieser Strecke eine Umfrage beim i finden. Ich möchte natürlich wissen, wie ihr sie so findet. Also, gut oder schlecht. Vielleicht bin ich ja da auch wieder ein bisschen eigen und, ihr feiert die alle. Was ja okay wäre. Jeder hat seine Meinung. No problem. Optisch sage ich auch nichts. Musikalisch genauso wenig. Aber der Streckenverlauf ist einfach langweilig. Die von Mario Kart Wii ist so heftig. Die von Mario Kart 7 ist überragend. Das ist die beste, würde ich sagen. Ja, das N64 Original ist auch ganz geil. Wobei halt da auch wenig passiert. Aber sie ist wenigstens schön, schön lang und daher spannend. Mario Kart Double Dash, auch total geil. Also ihr seht, jede feiere ich, aber diese hier nicht. Nein. Okay, gut. Und die vom SNES Original zackt auch. Aber das Remaster finde ich in Ordnung. Was wir bald sehen werden, im Blitz Cup nämlich. Der kommt als nächstes. Jetzt nehmen wir aber erstmal unseren Goldpokal mit den drei Sternen entgegen. Und ich hoffe, dass die beiden Umfragen möglich sind. Das wäre echt cool. In letzter Zeit kommen wieder verdammt viele Umfragen auf meinem Kanal. Aber die meisten von euch haben das gefeiert, habe ich gesehen. Daher versuche ich das fortzuführen. Ist ja auch ziemlich nice. Mehr Community-Bildung und ja, ist einfach geil, die Meinung von euch zu erfahren. Und so statistisch dann auch dargelegt zu bekommen. Ich meine, du kannst es zwar in den Kommentaren immer wieder lesen und so, aber das sind auch immer nur Einzelmeinungen. Und so eine Umfrage, die repräsentiert halt. Und das finde ich geilo! Gut, Leute. Also passt wieder alles. Goldpokal und drei Sterne. Nächstes Mal gibt's dann finalen Retro-Strecken. Bis dahin und ciao. Deluxe.